Danke. Bei uns in Deutschland stehen schon in gut 3 Wochen wichtige Wahlen an. In Sachsen und Thüringen, ja, und kurz darauf auch in Brandenburg. Der September dürfte es politisch in sich haben. Unter anderem wird mit Spannung darauf geschaut, wie die AfD bei diesen Landtagswahlen abschneidet. Eine Zusammenarbeit schließen die anderen Parteien kategorisch aus. Die Regierungsbildungen könnten schwierig werden, zumal auch noch eine neue Partei bei den Wahlen antritt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und Claudia Müller in Köln hat dazu den aktuellen Deutschland-Trend für uns. Claudia, wie fänden die Deutschen es denn, wenn das BSW Teil einer Landesregierung wäre? In allen 3 Bundesländern ist es so, dass nach aktuellen Umfragen die AfD stärkste Kraft ist und das Bündnis Sarah Wagenknecht auch sehr hohe Zustimmungswerte hat, während einige andere Parteien, vor allen Dingen die SPD, die Grünen und die FDP, in einigen Landtagen um den Wiederanzug bangen müssen. Und diese Konstellation könnte eben dazu führen, dass nach den Wahlen es schwer möglich sein wird, eine Regierung zu bilden ohne AfD und ohne BSW. Und deswegen haben wir gefragt, wie die Menschen zu diesen Fragen und zu diesen Optionen stehen. Beginnen wir mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Da sagen aktuell 39%, dass sie eine mögliche Beteiligung des BSW gut fänden. 49% sprechen sich dagegen aus. Im Osten des Landes, dort haben wir eine andere Stimmungslage. Da sieht nämlich eine Mehrheit von 56%, dass sie eine Beteiligung des Bündnis Sarah Wagenknecht an einer Landesregierung gut finden würden und eine Minderheit von 30% spricht sich dagegen aus. Schauen wir auf die AfD, die Partei, die in Sachsen und Thüringen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Mit Blick darauf sagen 25% aktuell, sie fänden eine Beteiligung der AfD gut. Aber eine Mehrheit, 68%, sagt, sie fände es nicht gut. Wir haben etwas andere Zahlen in Ostdeutschland. 33% fänden es gut. Aber auch hier eine Mehrheit von 60% schließen das aus und sagen für sich, dass sie das nicht gut finden würden. Zusammenfassend ist also zu sagen, die Menschen stehen einer möglichen Beteiligung des Bündnis Sarah Wagenknecht in einer Regierung positiver gegenüber als eine Beteiligung der AfD. Wobei man da ja noch mal sagen muss, dass alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen haben. Ja, und Claudia, die nächste Bundestagswahl, die findet ja voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres statt. Wie wird die Bundesregierung denn aktuell gesehen? Es ist weiterhin so, dass eine Mehrheit der Deutschen sehr kritisch auf die Arbeit der Ampelkoalition blickt. Und am meisten profitieren kann davon die größte Oppositionspartei, die Union. Schauen wir auf die Sonntagsfrage. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15% plus 1 im Vergleich zu Anfang Juli. Die Union stärkste Kraft, 32% plus 1. Die Grüne aktuell bei 12% minus 1. Die FDP unverändert bei 5%. Die AfD minus 1 Punkt bei 16% wäre damit knapp zweitstärkste Kraft. Und das BSW klettert um 1 Punkt. Ein neuer Rekord für die neue Partei im Deutschland-Trend. Und die anderen Parteien aktuell bei 11%. Darunter auch die Partei Die Linke. Mit diesen Zahlen hätte die Ampelkoalition weiterhin keine Mehrheit. Alle Zahlen und mehr Zahlen zu diesem Deutschland-Trend unter tagesschau.de. Dankeschön, Claudia Müller nach Köln. Danke nach Hamburg.